Willkommen zurück zu einer Folge. Okay, verkackt. Na gut, egal. Jedenfalls müssen wir noch in Snowden eine Sache tun. Bevor es nun endlich weitergeht zu der nächsten Area, wir müssen ein Date mit Papyrus machen. Ja. So, also bist du gekommen, um ein Date mit mir zu haben. Du musst es wirklich ernst meinen. Ich werde dich mitnehmen zu einem wirklich speziellen Ort. Ein Ort, bei dem ich eine Menge Zeit verschwende. Ja, dann gucken wir mal, wo er uns nun bringt. Puh, Papa, das ist ein langer Weg. Wann sind wir da? Jetzt gleich! Mein Haus! Ah, ihr habt uns also hingebracht. Mal gucken. Oh, hier. Sense Theme, ich liebe es. Willkommen! Willkommen in meinem Haus. Keine Ahnung, was Zenik bedeutet oder was auch immer stand. Genieße deinen Aufenthalt und nimm dir deine Zeit. Das ist das Haus der Stein von meinem Bruder. Er vergisst immer, ihn zu füttern. So wie immer muss ich die Verantwortung übernehmen. Der Stein ist bedeckt mit, keine Ahnung, was Sprinkles sind. Wie nenne ich das? Das sind so kleine... Ja, Essensflocken halt. Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Du berührst die Couch. Sie macht ein seltsames Geräusch. Du findest ein paar Münzen in der Couch. Du hast 20 Gold bekommen. Ich nehme es an, mich, Papyrus, okay? Kein Problem. Fühl dich wie zu Hause. Oh. Oh, das ist mein Lieblings-Game-Show. Es sagt... Bleib bereit für ein neues Programm, Metaton. Was? Normalerweise ist das Programm besser als so. Das ist einfach nur eine schlechte Episode, verurteil mich nicht. Oh doch, du wirst verurteilt. Es ist eine dreckige Socke mit ein paar Notizen auf ihm. Sense, bitte heb deine Socke auf. Okay. Du musst nicht wieder zurück. Bring's weg. Okay. Du hast es nur 2 Zentimeter bewegt. Bring es in dein Zimmer. Okay. Und bring es nicht zurück. Okay. Es ist immer noch hier. Hast du nicht gesagt, ich soll es nicht zurück in mein Zimmer bringen? Vergiss es. So. Oh, ja, das ist einfach nur super. Es ist ein Scherzbuch. Reingucken? Nö. Jetzt, okay, ich habe mir da mehr erhofft. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt eingeben. Willst du mal reingucken? Jo. In dem Scherzbuch ist ein Buch über Quantenphysik. Du guckst rein. In dem Quantenphysikbuch ist ein anderes Scherzbuch. Du guckst rein. Da ist noch ein Quantenphysikbuch. Du entscheidest dich aufzuhören. Das ist hier vielleicht die bessere Entscheidung. So, oh. Das ist mein Mülleimer. Es steht dir frei, ihn jederzeit zu besuchen. Ich nehme das mal als Kompliment. Übrigens, im anderen Wiki noch so ein Fun Fact, hat der Toby Fox anscheinend gepostet oder so. Der Spitzname von dem Müllbeutel in dem Mülleimer ist Trashy. Keine Ahnung, wer da auf die Idee kam. Mein Bruder geht immer raus, um zu essen, aber seit neuem hat er versucht, etwas zu backen. Es war wie Quiche. Aber gefüllt mit Zucker und einer nicht eierigen Substanz. Wie absurd. Was wäre das denn? Nee, keine Ahnung. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, was wäre. Aber ich bin mir sicher, es ist irgendetwas, das weder was mit Quiche noch mit sonst was zu tun hat, einfach nur ein süßes Gebäck ist. Beeindruckt. Ich habe die Höhe meines Abflusses erhöht. Nun kann ich da mehr Knochen reintun. Du kannst mal reingucken. Ja, Ning Doc. Was? Fang das Vieh. Okay, wir haben es nicht geschafft. Verdammt! Der Sense, das war so perfekt platziert. Sense! Hör auf, mein Leben zu plagen. Mit Musik. Ja, er ging wieder auf seine Position. Das hat's gebracht. Aha! Du bist also interessiert in mein Essensmuseum. Bitte, guck dir meine kulinarische Kunstschau an. Die Hälfte der Kühltruhe ist
ist gefüllt mit Dosen, welche Spaghetti, auf welchen Spaghetti steht. Die andere Hälfte der Dosen sind leer. Außer einer Tüte Chips. Was ist das hier? Das ist eine leere Pastete, da ist eine leere Pastetendose drin. Okay, so viel dazu. Dann gehen wir nach oben, was steht hier? Ein klassisches Bild. Jetzt habe ich immer daran, was wichtig ist im Leben. Ah ja. Ja, das Bild steht für die Vergänglichkeit alles Lebens. Und dafür, dass man das Leben bestmöglich genießen sollte, ich verstehe. Papa ist ein wahrer Kunstkenner. Die... Falsche Stimme. Die Tür ist abgeschlossen. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Das ist wahrscheinlich Papyrus' Zimmer. Ja, ist es, ich weiß schon. Das ist mein Zimmer. Wenn du hier fertig bist, damit herumzugucken, könnten wir reingehen und... tun, was immer Leute tun, wenn sie daten. Oh Gott, nee, ich gehe. Ciao. Das ist zu viel. Aber, ach. Ja, komm, wir geben ihm eine Chance. Der Papyrus hat sich verdient. Wir können mit einem Skelett, wir können hier ein Skelett daten. Was wollen wir mehr? So. Dann hier. Yes. Hey, das sind alle Attacken, die ich an dich verwendet habe. Ach ja, stimmt, die Kiste ist ja gefüllt mit Knochen. Großartige Erinnerung, oder? Sieht aus, fühlt sich an, als wäre es nur gestern gewesen. Selbst wenn es eigentlich gerade das passiert ist. Das sind Zanets. Sorry, ich muss das jetzt einfach machen. Ich bin dort schon ziemlich berühmt. Ich bin nur ein Dutzend entfernt von einer zweistelligen Nummer an Zuschauern. Natürlich hatte Ruhm einen großen Preis. Ein neidischer Troll hat sich meine Online-Personalien angeguckt. Er sendet mir immer schlechte Wortspiele in einer seltsamen Schriftart. Ja, ihr dürft einmal raten, wer es ist. So, nun Dutzend weg von einer zweistelligen Zahl, okay? Ja, dann hast du entweder 111 Zuschauer oder folgende oder minus 2. Ja gut. Die Antwort weiß nur der Toby Fox. Das ist mein Bett. Oh Gott. Wenn ich jemals an die Oberfläche gelange, werde ich eine lange Straße entlang fahren. Wind in meinen Haaren. Sonne auf meiner Haut. Natürlich ist das nur ein Traum. Stattdessen... warte, was heißt... stattdessen werde ich fahren, während ich schlafe. Ah, ja. Actionfiguren. Eine großartige Referenz zu theoretischen Kampfszenarios. Wie ich so viele bekommen habe? Nun, sagen wir einfach, sie sind von einem fetten, lächelnden Mann, wer es mag, Leute zu überraschen. Sense? Ja, das ist richtig. Der Weihnachtsmann. Oh Gott, so. Dieses Buch ist eines meiner Favoriten. Erweitertes Puzzle bauen für Behinderte. Das nächste Buch daneben ist eines meiner Favoriten. Guck mal, ein Geist mit Fluffy Bunny. Das Ende bekommt mich immer. Ist diese Flagge nicht super? Andein hat sie an dem Strand gefunden. Ich denke, es ist von der Menschenwelt. Nun, ich weiß, was du denkst. Wieso würde eine menschliche Flagge nur so ein cooles Skelett drauf haben? Nun, ich habe eine Theorie. Ich glaube, Menschen stammen von den Skeletten ab. Yeah. Du bist also mein Vorfahrer, okay. Das Spiel ist einfach so genial. Es gibt keine Skelette in meinem Schrank. Außer mir manchmal. Ja, komm, ich guck mal rein. Bitte lass nicht Sans drin sein, bitte. Kleider sind da gut eingehangen. Kleider sind da gut eingehangen. Falsche Stimme, sorry. Okay, gut, da war Sans nicht drin. Das wäre jetzt einfach zu witzig gewesen. Oder am besten noch der wie die Gäste. So, wenn du alles gesehen hast, möchtest du das Date beginnen? Okay. Bringen wir es hinter uns, Leute. Okay, Date startet. Dating start.
Hier sind wir, bei unserem Date. Ich habe dies, ehrlich gesagt, nie zuvor getan. Aber keine Sorge. Du kannst vorbereitet schreiben. Und... Das müssen wir jetzt ausprobieren. Ach so. Du kannst, wenn ein paar Buchstaben fehlen, vorbereitet aus meinem Namen formen. Ich habe ein offizielles Dating-Regelbuch von der von der Bücherei ausgeliehen. Wir sind bereit, eine wundervolle Zeit zu haben. Mal reingucken. Schritt 1. Drücke den C-Knopf auf deine Tastatur, um das Dating HUD zu öffnen. Okay, machen wir's. Okay, ihr könnt da jetzt auch sehen, welchen Tag wir hier gerade haben, während ich das aufnehme. Genau, wir haben Saturday, Samstag. Wow, ich fühle mich so informiert. Ich denke, wir sind bereit für Schritt 2. Schritt 2. Frag ich sie nach einem Date. Mensch, ich, der große Papyrus, werde mit dir auf ein Date gehen. Das, genau, wenn ich irgendwann ein Date mache, werde ich das genauso fragen. Genauso. Wirklich? Wow! Ich denke, das wird, das heißt, es ist Zeit für, Teil 3. Schritt 3. Zieh dir schöne Kleider an, um zu gucken, wie sehr dich um mich kümmerst. Warte eine Sekunde. Kleider tragen. Das Bandana um deinen Kopf. Du trägst jetzt gerade schon Kleider. Nicht nur das. Heute Morgen hast du auch Kleider getragen. Du hast es erfasst. Nein, könnte es sein. Du wolltest mich von Anfang an daten. Genauso war es. Nein. Du hast es alles geplant. Du bist viel besser im Daten als ich. Nein. Deine Dating-Energie. Yeah. Denke nicht, du hättest mich schon besiegt. Ich, der große Papyrus, oh, er schwitzt schon, wurde noch nie im Daten besiegt. Das liegt daran, dass du noch nie gedatet hast. Und ich werde es niemals. Das werden wir sehen. Ich kann einfach mit dir mithalten. Siehst du, ich trage ebenfalls Kleider. Ehrlich gesagt, habe ich immer meine Spezialkleider unter meinen normalen Kleidern. Nur für den Fall, dass jemand mich wieder ein Date fragt. Seht ihr, der Papyrus ist vorbereitet. Man kann aus ihm wirklich prepared schreiben. Pass auf! Oh Gott. Yeah. Was denkst du von meinem Geheimstil? Wundervoll. Wundervoll. Nein! Das war ein Kompliment! Die haben ihn fast besiegt. Wie auch immer. Du verstehst nicht wirklich die versteckte Energie von diesem Outfit. Deshalb. Sagen, was du einfach nur gesagt hast, ist unnötig. Dieses State wird nicht weiter eskalieren. Außer du findest mein Geheimnis. Aber das wird nicht passieren. Dann gucken wir mal hier die Schuhe. Menschliche Seelen sind stärker als Monsterseelen. Aber das Wortspiel einfach, also hier, Souls, S-O-U-L, Soul, S-O-L-E. Das Wortspiel ist so genial. Aber die Sohlen von unseren Schuhen andererseits sind so ziemlich dieselben. Okay, hier die Socke Fleisch. Es gibt keine Geheimnisse in meinen Legs, in meinem Bein. Okay, also das genaue Gegenteil von Metaton. Nur harte Arbeit. Nee, was in seiner Hose ist, will ich gar nicht wissen. Oh, du hältst meine Hand, so ich die Antwort sage. Nein, ich muss dagegen ankommen. Hier die Brust. Das Shirt sagte nicht von Anfang an cool. Aber ich hab's verbessert. Expertentipp. Jede Kleidung kann auf diese Art verbessert werden. Ich lasse es lieber, meine Kleidung anzumalen. Mein Hut? Meine Kappe? Meine Kappe? Yeah. Oh Gott. Nun dann, du hast mein Geheimnis gefunden. Ich denke, ich habe keine Chance, keine andere Wahl. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk? Nur für dich. Öffnen wir es.
Spaghetti. Eine Creepypasta. Weißt du, was das ist? Natürlich. Eine Creepypasta. Das ist, was du denkst, oder? Richtig. Aber, oh, du bist so falsch. Das hier ist keine normale Creepypasta. Es ist die Arbeit eines Meisterkochs. Geslicken, keine Ahnung, was das bedeutet. Gesuchte Spaghetti, denke ich mal einfach. Oh Gott. Schön gereift. In einer Kiste aus Eichenholz. So mache ich auch meine Spaghetti. 5 Jahre mindestens sind sie da drin. 5 Jahre in einer Eichenholzkiste. Und dann gekocht. Vom Meisterkoch Papyrus. Mensch, es ist time, das jetzt zu beenden. Es gibt keinen Weg, dass das irgendwie weitergehen kann. Dann essen wir es mal. Du hast einen kleinen Biss genommen. Dein Gesicht verzieht sich reflexartig. Der Geschmack ist nicht beschreibbar. Was? Oh Gott, ich liebe das Spiel. Ich liebe es so sehr. Jedes Mal, wenn ich es am Blind spiele, fühlt es sich dann, als würde ich es Blind spielen. So. Was war nochmal Passion? Was für ein leidenschaftlicher Gesichtsausdruck. Du musst wirklich meinen Kochen mögen. Und dazu natürlich auch noch mich. Vielleicht sogar mehr, als ich es tue. No! Ja, ich würde mal sagen, wir haben dich besiegt. Der frisst die Dating-Power. Mensch, es ist jetzt klar. Du bist wirklich sehr in Liebe mit mir. Alles, was du tust, alles, was du sagst, es ist alles nur für mein Wohlergehen. Mensch, ich möchte auch, dass du glücklich bist. Es ist Zeit für mich, meine Gefühle auszudrücken. Es ist Zeit, dass ich dir sage, ich, Papyrus, ich, Junge, es ist so heiß hier drin, oder bin's einfach nur ich? Das hat so gepasst einfach. Oh. Scheiße! Mensch, ich! Es tut mir leid. Das wird einfach die Fäkalsprache, es sollte dir leid tun. Ich mag dich nicht auf die Art, auf die du mich magst. Romantisch meine ich. Ich meine, ich habe es sehr gut versucht. Aber... weil du mit mir geflirtet hast... Das war, warum ich mit dir auf ein Date ging. Dann, auf dem Date, hätten die Gefühle blühen sollen. Ich würde fähig sein, deine Leidenschaft zu teilen. Aber, wie auch immer, ich, der große Papyrus, habe gefailt. Ich fühle mich genauso wie vorher. Boah, hier gibt's überhaupt keine Musik. Und anstatt dich zu daten, habe ich dich einfach nur tiefer reingezogen. In deine intensive Liebe für mich. Ein dunkles Gefängnis zur Leidenschaft mit keinem Ausgang. Wie hätte ich nur dies zu meinem guten Freund machen sollen? Nein, warte, das ist falsch. Ich kann nicht fehlschlagen. Mensch, ich werde dich durch diese schlimmen Zeiten helfen. Ich werde dein cooler Freund bleiben. Und werde so tun, als wäre es nie passiert. Schließlich bist du sehr großartig. Es würde tragisch sein, deine Freundschaft zu verlieren. Also bitte, wein nicht. Wein nicht, wenn ich dich küsse, weil ich habe nicht mehr Lippen. Und hey, irgendwann wirst du jemanden fast so großartigen finden wie mich. Warte, das ist nicht wahr. Aber ich werde mein Bestes tun, dir für einen Zweitbesten zu suchen. Okay, wir hätten dann gewonnen. Oh. Und wenn du mich jemals finden musst, hier ist meine Telefonnummer. Du kannst mich jederzeit anrufen. Platonisch. Nun, ich muss jetzt gehen. Ja. So viel dazu. Ich hoffe, das passiert nie wieder in diesem Spiel. So. Aber gut, man kann hier halt ein Skelett daten. Was will man mehr? So viel dazu. So. Ich muss gerade einen Schluck trinken. Papyrus, das Stimme macht sehr durstig. Siesta claro. So. Ach ja, können wir eigentlich rein? Hier ist abgeschlossen, schade. So, es gibt hier noch ein paar Geheimnisse, aber die können wir erst gegen Ende des Spiels... So.
herausfinden. So. So dann. Oh, denn ist der Sans. So. Was? Hast du noch nie zuvor einen Typen mit zwei Jobs gesehen? Nun, zwei Jobs bedeuten zweimal so viele legale Pausen. Wenn wir schon darüber reden, ich muss dich wenigstens einmal bekämpfen, damit ich den Job behalten kann. Könntest du mir mal helfen? Ja, okay. Danke. Dann kämpfen wir mal gegen ihn. Fühlt sich, als hättest du eine gute Zeit. Okay, komm. Dann. Ah, ich will. Oh Gott, wir können mit ihm flirten. Hey, Kid. Denkst du wirklich, dass das hier die Zeit ist zum Flirten? Ich meine, das ist gerade sehr intensiv, oder? Du fühlst deine Sünden. Du fühlst deine Sünden. Warte, das ist der falsche Text, wirklich? Okay, das ist ein sehr krasser Kampf. So, komm, dann checken wir mal aus. Sans. Eine Attacke, ein. Verteidigung. Eine Menge Ketchup. Kann nur ein Damage geben. Seine Attacken sind wirklich sehr cool. Oh, scheiße. Okay, das mache ich nicht nochmal. Jetzt läuft sie auf selben hinaus wie beim Papyrus. Dann werden wir ihn mal beleidigen. Du versuchst eine Beleidigung auszudenken, aber du hast gefailt. Hier sein Theme. Warte. Riecht nach trockenem Schnee. Warte. Riecht nach trockenem Schnee und schlechten Scherzen. Okay, dann machen wir mal hier ein Pun-Theme. Du sagst, Sans, ein Wortspieler war Schnee. Das ist ein guter, aber. Aber du könntest einen Firma, keine Ahnung, was ein Firma ist, lernen. Sans sagt ein. Okay. Sans sagt ein Wortspiel. Du beginnst zu lachen. Okay, das ist nie passiert. Okay, das hilft nichts, dann spammen wir mal. Okay, das scheint dir nichts zu bringen, ich glaube. Ja, komm, wir werden mal angreifen, das passiert ja auch manchmal. Ja, es passierte. Ja, es passierte. Du weißt es, okay. Was? Okay, komm, greifen wir mal an. Nein! Scheiße! Oh Gott, nee, bitte zerstör nicht meinen Pacifist-Run. Du hättest jetzt gerade dein Gesicht sehen müssen. Ey, beruhig dich. Ich verarsch dich nur. Guck mal. Ketchup. Hab dich wirklich bekommen, oder? Nebenbei. Meine Schicht ist zu Ende. Ich geh zum Grill bei. Kommst du mit? Okay, wir haben die Wahl zwischen natürlich und natürlich Papi. Natürlich Papi. Großartig. Komm mit, ich kenne eine Abkürzung. Jo. Ups, ich habe wahrscheinlich die falsche Abbiegung genommen. Nehmen wir die lange Route. Die Tür? Das ist, wo ein alter Freund von mir lebt. Er mag Besucher nicht sehr, also sollten wir ihn alle lassen. Willst du ihn besuchen? Komm, John, lass uns einfach nur zur Grillbar gehen. Nun, wir werden eine viel bessere Zeit dort sowieso haben. Was, wenn wir beide darüber reden, über ein paar Burger und Pommes? Nein? Wow, du willst ihn wirklich besuchen, Guck, ich werde dich nicht zwingen. Aber, nimm mein Wort wahr. Du willst nicht da reingehen. Sag einfach nicht, hätte ich nicht gewarnt. Okay, ich gehe zu Grillbeiß. Diesmal wirklich. Er redet zu langsam. Da Gesichtsausdruck. Hab Spaß! Okay. Papyrus, willst du irgendwas? Oh Gott, wo der Satz sonst noch vorkommt, werdet ihr dann heraus. Es ist eine Wand. Es ist eine Wand. Ich habe mich schon angewöhnt. Also, es ist eine Wand. Okay, wir können ja auch gar nicht mehr raus. Das heißt, wir müssen zu seinem Freund. Okay. Das ist der. Das ist wie die Gäste. Können wir nicht darüber reden? Ein seltsames Gefühl ist in der Luft. Checken wir mal ab. Oh Gott.
Error bei dem Versuch, seine Stats zu lesen. Okay, er greift aber auch nicht an. Dann schütteln wir mal seine Hand. Du schüttelst mit dir selbst Hände. Du bist glücklich, endlich einen anderen Menschen zu treffen. Oh Gott. Reden. Du redest mit dir selber. Ihr beide stimmt euch zu, dass mit sich selbst reden normal ist. Scherz. Du sagst dir selbst einen Scherz über Skelette. Du schreibst es dir auch für später. Gott. Ein Loch in uns. Okay. Ich sehe da noch nicht sehr viel von dem Loch. Versuchen wir mal wieder anzugreifen. Das bringt aber auch nichts. Wir fehlen nur. Okay, komm. Okay, ich kann irgendwie nicht auf die zweite Seite zugreifen. Da jetzt. Geld 0000. Du berührst das Geld 0000. Deine Hand wird etwas dunkel. Dann wird es komplett dunkel. Aber irgendwie wird es dunkler. Dunkler, dunkler, immer noch dunkler. Du kannst deine Hand nicht mehr fühlen. Du kannst deine Hand nicht mehr sehen. Du versuchst, deine Hand rauszuziehen. Du hast es geschafft. Du wirfst schnell das Geld 0000 auf Sternchen. Ja, ihr habt's erfasst. Das hier ist wie die Gäste. Wie die Gäste absorbiert das dunkle Zeug. Ja, ich denke mal, das dunkle nicht so, so heißt es. Endlich. Ich bin neu vereint. Nun werde ich alle zerstören. Ah, du bist in meinem Weg. Und zuerst. Und du wirst zuerst sterben. Oh Gott. Okay. Ja, hier geht's jetzt von der. Hier sind wir jetzt, okay. Yo! Bist du auch hierher geschlichen? Super! Sie ist die coolste, richtig? Ich möchte genauso wie sie sein, wenn ich erwachsen bin. Hey! Sag meinen Eltern nicht, ich hier bin. Dieses ein. Ah, warte. Ah, wir müssen hingehen. Also dann gucken wir uns das mal an, damit ihr das versteht. Alles, was meinem Leben irgendwelche Bedeutung gibt, erklärt die Echo-Blume. Niemand kann es wissen. Traue niemals einer Blume. Das ist eines der Konstanten in dieser Welt. Traue niemals einer Blume. Das ist eines der Konstanten in dieser Welt. Okay, so. Dann speichern wir. Das Geräusch von rauschendem Wasser füllt dich mit Entschlossenheit. So, fail. Hör auf. So, hier. Was? Hast du noch nie zuvor einen Typ mit zwei Jobs gesehen? Glücklicherweise bedeuten zwei Jobs doppelt so viele legal gebrauchte Pausen. Ich gehe zum Grill Bay. Ich gehe zu Grill Bays. Kommst du mit? Jo. Gut. Wenn du so meinst, ich werde mich mal selbst von meiner Arbeitsstelle entfernen. Dann folgen wir ihm. Hier drüben, ich kenne eine Abkürzung. Schnelle Abkürzung, oder? Hey, alle. Hey, Sans. Hi, Sans. Grüße. Ja, Sansi. Hey, Sans. Warst du nicht ein paar Minuten vorher bei einem Frühstück hier? Na, ich hab kein Frühstück gehabt für die letzten anderthalb Stunden. Du hast es wahrscheinlich mit meinem Mittagessen verwechselt. Hier, mach's dir gemütlich. Ups, pass auf, wo dich hinsetzt. Manchmal tun seltsame Leute Furzkissen auf die Sitze. Welche seltsamen Leute wohl? Nebenbei, lass uns was bestellen. Was willst du? Burgers natürlich. Hey, das hört sich ziemlich gut an. Will bei. Wir wollen zwei Burger. Boah, Sans Stimme tut auch im Hals weh, da verkrampft sich immer mal mein ja. So, was denkst du? Von meinem Bruder. Sehr cool. Also so ein Typ wie ihn habe ich noch nie gesehen. Natürlich ist er cool. Du wärst auch cool, wenn du jeden Tag dieses Outfit trägst. Aber natürlich. Er nimmt es nur ab, wenn er wirklich muss. Oh, wenigstens wäscht er es.
Und damit meine ich, dass er es in der Dusche trägt. Das ist so klar, dass das noch kommt. Das ist so klar. Hier kommt das Essen. Willst du etwas Ketchup? Jo. Knochen Appetit. Ja, das Wortspiel versteht er wahrscheinlich. Du drückst auf die Ketchup-Tube. Die Kappe ist abgefallen und all das Ketchup in der Flasche geht auf dein Essen. Ups. Vergiss es. Du kannst meins haben. Ich bin sowieso nicht sehr hungrig. Oh, danke, Sans. Ja, kurz davor. Sehr lecker. Nebenbei, cooler nicht. Du musst mir zustimmen, dass Papyrus es wirklich sehr hart versucht. Zum Beispiel, wie er die ganze Zeit versucht, ein Teil der königlichen Garde zu werden. Eines Tages ging er zum Haus der königlichen Garde, ging er zu der Anführerin der königlichen Garde. Er hatte sie darum angebettelt, reinzukommen. Natürlich hat sie die Tür zugeschlossen, weil es Mitternacht war. Ja, da kann's passieren. Also, ich mache das jeden Tag, bis ich tatsächlich haben wir doch keinen Erfolg. Aber am nächsten Tag ist er aufgewacht und hat gesehen, dass er immer noch dort wartete. Seine Entschlossenheit zu sehen, das hat dazu gebracht, dass sich entschieden hat, ihm das Kriegertraining zu geben. Es ist, immer noch Work in Progress. Okay. Ja gut, wir haben aber schon gesehen, er hat uns, er hatte schon recht gut gekämpft, und er musste sich sogar noch zurückhalten. Ich persönlich glaube ja, dass er auch die Gaster Blaster hat. Oh yeah. Ich wollte dich etwas fragen. Nee, noch ein Skelett daten wir nicht. Ganz bestimmt nicht. Hast du jemals von einer sprechenden Pflanze gehört? Ja, zwei schon. Flowey und dann noch die Escheflower. So, also weißt du darüber? Die Escheblume. Okay, es war die Escheblume. Die sind überall auf dem Weg. Sag etwas zu ihnen und sie werden es wiederholen. Immer und immer. Was da drin ist? Nun, Papyrus hat mir etwas Interessantes gesagt am letzten Tag. Manchmal, wenn niemand anderes um ihn ist, kommt eine Blume und flüstert ihm Sachen zu. Es ist doch mal... Boah, mein Hals ist komplett verkrampft von Sans Stimme, das gibt's doch nicht. Ich hasse es, wenn er so lange Dialoge macht. Das wird ja, das ist im Dinos halt noch witzig. So, also... Komplimente. Tipps. Ermutigungen. Voraussagen. Seltsam, oder? Ja, was mit der Blume auf sich hat, werden wir noch im Genocide heraus sind. Jemand muss eine Echo-Blume genutzt haben, um mir einen Trick zu spielen. Halt dein Auge draußen, okay? Danke. Jo. Mann, das war eine lange Pause. Ich kann nicht glauben, dass ich mich von dir von meiner Arbeit wegziehen lassen habe für so lange Zeit. Oh, nebenbei. Ich hab grad sehr wenig Geld. Kannst du bitte die Rechnung bezahlen? Es sind nur 10.000 Gold. Jo, mach ich. Nur ein Scherz. Drillby. Tu es auf meinen Namen. So, ja, so viel dazu. Nebenbei. Ich wollte noch etwas sagen, aber ich hab's vergessen. Vielleicht besser so, noch bevor du mich auch auf ein Date fragst. Ah, Sans Stimme ist auch sehr müde, das muss man auch sagen. Ah ja, mal gucken hier, wir können mal den Papyrus anrufen. Ring, ring. Snowden. Das Haus des Papyruses. Das ist der Slogan, richtig? Ja, er hat zu jedem Raum, glaube ich, einen anderen Text und die werden wir uns dann auch mal einzeln so angucken. Was sagt er hier jetzt? Ring, ring. Das ist, wo ich versucht habe, dich zu fangen. Das war eine schreckliche Erinnerung. Glaube ich dir. Für uns auch. Wir haben da extremst viele Healing-Items dran verloren. So. Was sagt er hier? Ich habe keinen Bock, ihn jetzt jeden Raum anzurufen. Das ist ja nervig. Ring, ring. Wasserfall. Ich weiß nur sehr wenig darüber. Aber ich werde mein Bestes tun, dich zu informieren. Das ist sehr nett von dir. Oh. Oh nee, wieder ein Raum, wo wir anrufen müssen. Ring, ring. Mein Bruder hat hier eine Station. Ja. Aber er meint zwei Stationen auf einmal. Er hat zwei Stationen auf einmal. Er ist unglaublich, oder?
Er kann doppelt so viele Pausen nehmen wie normal. Ah. So, dann. Wir werden wieder mit Determination gefüllt. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Die Folge ist schon zu lang. Bis dann, Leute. Ciao.